Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. So, wir haben im letzten Part ein bisschen geshoppt, haben den ganz Store leer geräumt und noch ein paar andere Kleinigkeiten untersucht. Aber wir würden gerne auch noch etwas mehr über diese Stadt erfahren. Und daher würden wir uns jetzt mal von A nach B begeben. Ich glaube, ich habe hier einen Bookstore vernommen. Und der wäre natürlich massiv interessant für uns. Hoffentlich gäbe es was zu Elektrizität. Da haben wir nämlich noch nicht so viel in puncto Literatur gefunden. Gut, was haben wir hier? Mystery Novel, Science Novel und War Novel. Allesamt nicht interessant. Ein Samurai Novel ist auch nicht wichtig. Was haben wir hier? Ist auch nicht interessant. Sind alles uninteressante Bücher. Auch der Playboy. Da hat unsere liebe Ed leider etwas anderes im Kopf. Survive. Jack. Gut. Also bis jetzt ist die Buchladung eher mager. Oh, was ist das? Very dark. Gehen wir mal kurz ins Licht und schauen, was es ist. Intelligence. Moralbuch. Mhm. Gut, unwichtig. Okay. Schade. Ein Coffee Maker. Also Coffee in der Apokalypse, das jetzt nicht einmal nein sagen. Wer weiß, wann es hilft. Oh. Fried Seeds. Gut, das nehmen wir auch gleich. Clean Water. Das kommt ja gerade wie gerufen. Trinken wir mal ein Schlückchen. Hier hauen wir mal auf die PCs ein. Und hoffen, dass wir irgendwas von Interesse finden. Gut. All around us. Hier ist der Amplifier Circuit, Copper Wire, Electric Scrap ist immer gut. Power Converter sind auch gut. Process Board, RAM ist immer gut. Und LCD Screen ist auch gut. So, was haben wir hier? Pocket Guide of First Aid. Hatten wir schon. Ist vollkommen sinnlos für uns. Also bis jetzt ist die Bücherhandlung eher etwas mager. Was mich ehrlich gesagt nur wenig erfreut. Nee. Tut mir leid, meine Damen und Herren, die Buchhandlung ist Bullshit. Die kann man nicht empfehlen. Die kriegt negative Wertungen. Eindeutig einen Daumen nach unten, ein Sternchen. Und das Essen hier kann man auf Yelper auch nicht empfehlen. Ihr Mossberg damaged by the force to blow. Ach, verdammt, jetzt haben wir unsere Mossberg damit kaputt gemacht. Oder beschädigt damit. Gut. Mache ich so einen Kram nicht mehr mit meiner Mossberg. So. Wir müssen noch gucken, wie wir die Mossberg reparieren. Ist auch noch ein wichtiger Punkt. Alter, wie viel halten diese Computer eigentlich aus? So. Okay, Circuit Board, Copper Wire, Electric Scrap ist immer gut. Power Converter, RAM und LCD Screen. Sehr schön, kann man wieder viel verarbeiten. Copper Wire, Processor Board, Small LCD. Da. Gut. Also, ich muss dazu sagen, diese Bücherhandlung war eher meh bis mies. Also, die kriegt auf jeden Fall keine Empfehlung von mir. Gut, was haben wir hier? Ja, genau, das war der Klamottenstore. Mal kurz überlegen, wo gehen wir noch hin? Hier ist ein Clothing Store, da waren wir gerade. Da ist ja noch ein Gun Store, den müssen wir noch besuchen. Was war das eigentlich dann? Das ist Antique Store. Ja, schauen wir mal rein. Sieht aber jetzt auf Anhieb an nichts Interessantes. Oh, da ist eine Waffe. Was ist denn das? Ein Glive. War dann Glive nicht irgend so eine Art helle Bade? Alter, K30! Oh, die ist nice. Die nehmen wir mit. Haben wir hier Glass Shards? Firmly sealed. It's a display case. Aha. Hier ist auch nur. Firmly sealed. Okay, da war nichts drin. Okay. Interessant. Wir haben eine helle Bade gefunden oder sowas ähnliches. Tabakko. Ist auch nichts Interessantes. Eine Gold Watch. Natürlich können wir Gold Watchen hier gut gebrauchen. In der Apokalypse. Acetylenlampe. Ohne Acetylen ist das eigentlich für mich relativ sinnlos. Goldwatch, Teapot, Glassbowl,
Dass es eher ein Krämerladen ist. Okay, an sich nichts weiter Interessantes. Aber wir haben eine Hellebarde. Mal gucken, im Vergleich zu unserer Fire Axe. Wo haben wir sie denn? Die hier. Genau, was hat sie denn? Paré hat sie als Attacke, also als Technik. This item can be used to make reach attacks. Ui, ja, Hellebarde kommt da gut hin. Steel, a steady polearm with sizable single-edged blade on the end. Ja, das ist was an den Hellebarden. Eigentlich eine große Axt zu. Cut 30, Bash 8, 140 Move. Gucken wir uns an. Ja, die kann bashen und cutten. Ist ungefähr gleich schnell. Cutting Trees Quality, Brutal Strike. Ja, Fire Axe ist besser, nach wie vor. Naja, dem kann man leider keinen Ersatz gefunden. Schade. Hätte ich nur allzu gern gehabt, mal eine Alternative zu dem ganzen Kram. Hier ist wieder so ein UPS Power Converter. Mounted Gun wieder. Müssen wir immer wieder das demounten. Aus dem einfachen Grund, nur weil der Mount kaputt ist, heißt solange dass die Waffe kaputt ist. Das ist auch immer etwas, was man beachten muss. Medium Composite Armor. Military Composite Armor. Ansonsten nichts Interessantes. Alles im Arsch. Jo, Doki, leg mich doch am selbigen. Ist wirklich nichts Praktisches dabei. Na, noch nicht einmal eine Waffe. Die ist an sich auch kaputt gegangen das letzte Mal. Was haben wir hier drin? Chewing Gum. Uninteressant. Auto. Uninteressant. Gut. Was haben wir hier? Feines. Genau. Der Komrad hier. Den haben wir schon untersucht. Was war das hier eigentlich für ein Auto vor der Apokalypse? Es war ein Wreckage. Ja, das ist mir auch klar, mein Freund. So, auf jeden Fall Red Light. Das sieht mir ganz nach einer Ambulanz aus, die hier draufgegangen ist. Okay. Ist ja mal eine Ambulanz draufgegangen. Was ist das für ein Haus? Was sagt meine Karte dazu? Das ist nur ein Haus, sagt meine Karte. Gut, aber mein Lockpick sagt, es ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Komm schon. Das hat mein Lockpick kaputt gemacht, ne? Ja. Du, wenn du jetzt nicht gleich aufgehst, so. Ja, muss man nur drohen, ne? Man muss immer gleich drohen. So, hier. Pilotflamme. So. Copper Poles, Frying Pan Pots. Copper Heating Elements. Pilot Flame. Mhm, alles super nice und cozy. So, hier lassen wir den mal los. Schrank können wir nicht wegziehen. Da sind wir zu schwachlich auf der Brust. Mhm. Hier ist nichts Interessantes. Das sind Winter Gloves. An sich interessant, aber jetzt nicht. Was haben wir hier? Ein Bett, ein Schrank mit ein bisschen Kleinkrusch. Eine Dark Cola, die wir uns auch gleich mal reinpfeifen. Ja, komm schon. So, hier. Machen wir noch die Nebentür auf, weil ich hätte ehrlich gesagt weniger Lust, mir hier irgendwie grob was dran zu tun. Lassen wir mal eine Shopping Cart losgucken, ob wir das hier weggeschoben bekommen. Nein, der Refrigerator ist zu schwer für uns. Der cannot grab the sink. Gut, dann hauen wir den Sink halt zum Glump. Was haben wir hier? Pants and Brazers und eine Treppe. Die gucken wir uns aber nachher an. Immer alles schön langsam im Starte. Jerusalem. Anti-Anexi Agent with Powerful. Ja, gut, Side Effects. Das sind wieder Drogen, die wir nicht brauchen können. Electric Hair Trimmer. Können wir gebrauchen. Ich weiß ja nicht, wie meine Liebe-Ad hier gerade so die letzte Zeit so sich behandelt hat. Wer weiß, Haare können wir auch kürzen. Wäre auch vom Vorteil. Ich weiß nicht, dass wir Dinge vergessen haben, aber ich möchte die erstmal später gucken. Ich möchte genug Freiplatz haben dafür. Was haben wir hier? Tough Zombie, wo ist ein Zombie?
Kraftzombies da unten. Gehen wir mal mit. Komm mal her, Freundchen. Kommt ihr her? Nee. Haha. Kriegst mich nicht. Der ist tatsächlich langsamer als ich mit Shopping Cart. Schaut euch das mal an. Hat mir jetzt nur auch mal geschlagen bekommen. Lol. Okay. Wie sieht es eigentlich mit der Karte aus? Ui, wir sind das hier oben. Okay. Schauen wir uns mal an. Wir sind gerade eh irgendwie zu Fuß unterwegs. Was? Shopping Cart collides. Was? Zum Divey. Okay. Hier geht mir ein bisschen viel zu viel hoch. Das ist eine Power Station, die nicht meinen Standard entspricht. Holy damn. Hat sie mich jetzt verjagt. Okay. Es ist auch ein bisschen uncomfortable. Hier momentan. Was haben wir denn hier Feines? Riesenkakerlaken schon wieder. Die sind überall. Was haben wir hier Feines? Get items. Diamanten. Wir können so viel mit Diamanten anfangen. Wir können sie uns vergolden, aber ich habe nicht so viel. Ich habe jetzt extra keine Ahnung, wofür wir das brauchen können. Vergoldete Waffe, vergoldete Diamanten, ne? Hauptsache, dass wir vergoldet haben. Ja, hier können wir wieder was aufmachen. Z, glaube ich, in dem Fall. Jo. So, ist offen. Ja, komm schon. Muss das sein. Ernsthaft. Nee, ich hole jetzt meine Mossberg nicht dabei raus. Ich nehme die Glock. Drop Item. So. Giant Cockroach. Hier batschen wir auch gleich. Das Zeug nehmen wir mit. Wir haben Hunger. Später zumindest. By the way, wir hätten jetzt eigentlich auch Hunger. Gut, da können wir nachher was kochen. Ist ja noch was. Hier, kommt Blatt noch. Was haben wir hier? Lemon Side Soda. Können wir gleich trinken. Was haben wir hier? Tennisschuhe. Absolut notwendig für unser Überleben. Na gut, was haben wir hier? Pair of Boots. Geniale Beschreibung. Ein Joint. Nee, nicht. Wir haben Addictive Personality. Das wäre uncool. Ich hätte da exakt keine Lust drauf. Ein Bart, was haben wir hier? Vitamine. Essen wir gleich welche. Können sie nämlich gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Noch eine Cockroach. Das heißt Abendessen. Ich möchte nicht konstruieren, ich möchte Abendessen einsammeln. So, hier. So. Abendessen. Riesenkakerlake. Ein BH? Nee, brauchen wir nicht. Unser Alter ist noch gut. Der ist noch ganz gut. Wir sehen immer noch sexy darin aus. Wir müssen ja wir haben ja auch nicht wirklich die Nötigkeit, unseren Marktwert jetzt gerade zu ermitteln oder zu steigern, weil ja, so viel Konkurrenz bzw. Auswahl gibt es gerade nicht. Schade. Plastik auf Marshmallows. Aluminium-Tanz. Gucken wir mal. Aluminium-Tanz. Steak Knife können wir gebrauchen. Aluminium Tanks nehmen wir auch mit. Energy Cola. Waffle Iron können wir nicht gebrauchen. Gut. Hier ist dann auch nichts mehr gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Hier ist ein TV, den man zerlegen könnte. Ja, bitte, zerleg den mal. Amplifier Circuits können wir immer gebrauchen, Copper Wire können wir immer gebrauchen, ein bisschen Plastik können wir zum Reparieren gebrauchen, Power Convert, ein komplettes Teil mitnehmen. Super! Wir haben wieder Electronics. Ja, der Grund, warum ich, für die Leute, die sich fragen, warum ich so massiv nach Elektronikzeugs Ausschau halte, wir müssen unseren Electronic Skills steigern. Und zwar etwas massiver, um genau zu sein, um 2 Level, wenn ich mich nicht irre. Ja, auf 5. Bei. Da mit 5 kommen, habe ich nämlich nachgesehen, können wir nämlich einige sehr interessante Rezepte bauen, die ich unbedingt haben wollen würde. Aber wie gesagt, immer dieser Konjunktiv.
Improvised Lockpick. So. Komm schon. Geh auf, du Sau. Never mind. Hä? Vertippe ich mich die ganze Zeit? Improvised Lockpick. Ey, ich kaputt gegangen. Das kann doch nicht sein. Ja, wählen wir unsere Fire Axe. Drop Item, du sollst es doch nicht droppen. Kannst du nicht einfach so eine Waffe droppen. Hm. Don't seem to make damage. Ja, ja, ja. Ja, und das Gitter haben wir jetzt auch nicht wirklich sauber aufgekriegt. Okay, wir brauchen Lockpicks. Okay, hier ist aber ein Electronics Store. Wenn wir schon gerade bei Electronics sind, dann können wir eigentlich hier noch was einsammeln, in der Hoffnung, dass es hier auch was Interessantes gibt, meine Judin. Wir haben nur die Flashlight, nehmen wir mit. Magnifying Glass, nehmen wir mit. Screwdriver Set, nehmen wir mit. Soldering Iron, Cellphone, können wir mit. Amplifier Circuits, Antenna, Copper Wire und RAM. Nehmen wir auch alles mit. Dann würde ich sagen, haben wir die Flashlight, PDA nehmen wir mit. What's the Transistor kennen wir schon, haben wir schon, nehmen wir aber mit. Dann ein Taser nehmen wir mit. Hotplate nehmen wir mit. MP3 Player nehmen wir mit. Screwdriver Set und Soldier nehmen wir mit. Ich weiß, dass ich jetzt gerade ein bisschen übertreibe, aber gut. Soldering Iron, Vacuum Sealer können wir auch gebrauchen. Heavy Duty Flashlight. Ja. Dann Flashlight, Heavy Duty Flashlight, Magnifying Glass, Screwdriver, SD-Karte und Soldier nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? What's the Transistor haben wir bereits eingesammelt. Brauchen wir nicht nochmal. Wir haben es eh schon poppt. Gut, was haben wir hier? RC Control. Das ist nicht ganz uninteressant. Battery, Copper Wire. Ah, alles wunderschöne Sachen, meine Lieben. Ein L-Stick. Was ist ein L-Stick? Ein L-Stick. Producer Lights. Es ist ein. Es ist Rapid Strike. Ist eine Waffe? Wait. It's a stylish stuff that only focuses on light source, but doubles as high. Es ist ein Lichtschwert. Du willst mich doch verarschen. Okay, nehmen den anderen Kram noch mit. Schon wieder Watzer Transistor, die haben wir schon oft genug. Antenna, Battery, Copper Wire und Soldier nehmen wir auch mit. Also, das mit dem Lichtschwert muss ich mir noch angucken. Handheld Game System, Heavy Duty Flashlight, Hot Plate, Magnifying Glass, MP3 Player. Und wir haben keinen Platz mehr. Das ist natürlich mega. Auch nicht mehr für Kleinkram. Alles dicht. Gut, dann gehen wir zum Auto und sortieren ein. Gut. Wir könnten eigentlich mit dem Auto vorfahren. Wäre jetzt auch keine Tragödie. Gut, machen wir auch nachher eigentlich. Wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. So, hier. Sortieren wir den ganzen Stuff. Ach, den kann ich jetzt nicht. Okay. Machen wir mal so. Schieben wir das Ganze mal zwei Stücke weiter. Sehr fein. So. Dann. Jetzt habe ich meinen Num wieder ausgeschalten. Haben wir den ganzen Kram hier hinein. Bis auf das Fleisch. Das nehmen wir nachher von Hand mit und wir verarbeiten es gleich. Wir haben ja eh gerade Hunger und Durst. Also, wir machen jetzt Brotzeit. Und während die Liebe jetzt Brotzeit macht, muss ich dann schon langsam schon an Verabschieden denken. Weil der Part sich langsam gegen Ende neigt. Und ja, was machen wir denn zum Abendessen? Wie wär's damit? Bold Stomach. Machen wir zwei Stück davon gleich. Die Childs können mir sowas von Aufdarm und Dickdarm vorbeigehen. Ja, Abendessen, Bold Stomach. Sehr nice. Was zum Trinken? Ah, sehr nice. Auch wenn es nur Wasser ist. Aber Wasser ist besser als die Plörre, die gerade vom Himmel fällt. Gut. Den Rest machen wir zum Meat Jerky, oder? Wir machen es zum normalen. Es sind ja bloß vier Stück. Ja, es wird gerade eh Nacht, so wie es aussieht. Gut, dann. Dann würde ich schon mal sagen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Kleinkram aus dem Internet, aus dem Inventar, loswerden.
So die Flashlight zum Beispiel, dann das Kaffeezeug, die Vitamine nehmen wir mit, wer weiß, wann wir sie brauchen. Machen hier mal Tisch. Sind eigentlich super drauf, aber wir gehen jetzt schon mal in die Haie und gucken mal, ob es schon geht. Ja, es geht. Wir sind eingeschlafen. Gut, nach diesem sehr produktiven und sammelhaften Tag würde ich sagen, verabschiede ich mich auch heute hier von der lieben Ed, von euch und von allen, die jetzt noch zuschauen werden. Ja, I hope you feel rested as well, wie es so schön heißt. Und ja, und nein, ich habe das feel well nicht as well gesagt, sondern ich hoffe du auch. Naja, gut. So viel gesagt. Ich hoffe, dass euch das dieses kleine Pädchen, dieses kleine Völkchen so gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten davon, wenn es heißt Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Für die Gott.